Liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lead Chess Levels. Und heute spiele ich gegen einen Spieler mit einer Wertungszeit zwischen 1600 und 1800. Und ich freue mich ganz besonders, dass es ein alter Schulfreund ist von mir, nämlich der Benedikt. Und bevor wir anfangen, ich zeige euch mal kurz ein Bild, das wird euch sicherlich auch erheitern. Benedikt und ich haben nämlich damals im Schulschach miteinander gespielt und das war unser größter Erfolg zusammen als Team. Könnt ihr erstmal herausfinden, wo ich bin auf dem Foto. Und Benedikt ist hier unten rechts im Rot-Blauen zu sehen. Rot-Blau gestreift. Und ich bin der da drüber mit den Augen halb geschlossen. Und ja, noch irgendwas in der Tasche steckt mir da. Und schon damals auf jeden Fall den Style für mich gepachtet. Und Benedikt schaut auch die Videos hier auf meinem Kanal und hat gesagt, komm, spielen wir doch mal eine Partie. Und ich dachte, ja, warum nicht? Also, jetzt ist es soweit und dann steigen wir mal ein. Er hat eröffnet mit E4 und ich antworte mit Sizilianisch. Und wir spielen hier 5 Minuten plus 5 Sekunden, das heißt reichlich Zeit, um über die Partie zu sprechen. Er spielt den offenen Sizilianer, ich schlage auf D4. Nun Springer F6, entwickle meine Figuren, der Bau ist angegriffen und jetzt die Neidorf-Variante hier im Sizilianer. Er spielt die absolute Hauptvariante, den Zug Läufer E3, was den englischen Angriff meistens vorbereitet. Hier hat Schwarz drei Möglichkeiten, E5, E6 oder Springer G4. Ich spiele mal E6, das hält die ganze Sache ziemlich flexibel. Jetzt Dame D2, das ist eine Ungenauigkeit tatsächlich schon, denn das erlaubt mir nun Springer G4 zu spielen, oder so dachte ich es zumindest. Und also zumindest dieser Zug, den kenne ich nicht. Ich drücke es mal so aus. Und ich dachte, das war es in der Regel hier F3 spielt, um das aus der Störung zu nehmen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Springer G4, Läufer G5 ist ja noch nicht das Ende vom Lied. Also ich würde gerne hier den Läufer abtauschen gegen meinen Springer, aber so unmittelbar ist das noch gar nicht möglich. Von daher bin ich hier gerade ein bisschen verdutzt, sage ich mal, dieser Zug. Und bin noch nicht sicher, wie ich darauf reagieren möchte. Springer G4, Läufer G5 finde ich jetzt nicht so überzeugend alles. Was wäre die Alternative? Mich hier weiter zu entwickeln bzw. B5 zu spielen mit der Idee B4 und auf den Bauern E4 zu gehen. Aber nach F3 leitet das jetzt über in die normalen Varianten. Ich konnte das jetzt nicht besonders ausnutzen, dass er Dame D2 gespielt hat. Habe hier keinen wirklich überzeugenden Weg gesehen. Er spielt erstmal A3, das ist auch sinnvoll, um B4 aus der Stellung zu nehmen. Wiederum könnte ich über Springer G4 nachdenken, aber irgendwie Läufer G5. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das besonders viel hilft. Ich könnte dann zwar die Läufer abtauschen, aber nee, das verbessert meine Stellung nicht. Ich entwickle besser meinen Läufer, greife den Bauern auf E4 an, er deckt ihn mit F3. Das ist soweit alles sehr logisch und sinnvoll. Und jetzt entwickle ich auch diese Figur, den Springer nach D7 und er rochiert lang. Wir haben hier wirklich eine typische Neidorf-Stellung auf dem Brett. Ich könnte hier H5 spielen, um G4 und zu unterbinden. Das ist immer ein zweischneidiger Zug, weil auch dieser Zug Felder schwächt. Oder ich könnte einfach weiter mein Spiel hier aufziehen am Damenflügel und das werde ich hier, denke ich, tun mit dem Zug D5. Ist auch interessant. Wenn man D5 schafft, ohne dass der Gegner darauf gut reagieren kann, ist das auch ein großer Gewinn. Ich müsste aber aufpassen, ein bisschen auf G4, G5 dann von ihm. Da bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, dadurch, dass er nicht G4 bisher gespielt hat, kann ich hier direkt D5 spielen. Sonst könnte ich auch sowas machen wie Turm C8, Springer B6, Springer C4. Aber das ist eine Regel, die mein alter Trainer mir beigebracht hat. Hier übrigens auch zu sehen in dem Bild, hier der zwischen uns steht, Hendrik. Der hat mir beigebracht, wenn man im Sizilianer D5 spielen kann, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen zu müssen als Schwarzspieler, dann ist das ein Erfolg und dann kann die Stellung auch zugunsten von Schwarz kippen, also dass man nicht nur den Ausgleich erreicht, was ja in der Regel das erste Ziel ist als Schwarzspieler, sondern dass man sogar in Vorteil kommt. Denn im Sizilianer ist es so, dass Schwarz zwei Zentrumsbauern hat, während Weiß nur einen Zentrumsbauern hat. Denn bereits im dritten Zug tauschen wir einen Zentrumsbauern, den D-Bauern, gegen den C-Bauern ab, also ganz am Anfang der Partie. Hier wird dieser Zentrumsbauer abgetauscht.
Und dementsprechend habe ich hier zwei Zentrumsbauern, Weiß hat nur einen. Und das ist ein minimaler Vorteil, denn ich habe dadurch, wenn ich hier im Zentrum spielen kann, wie jetzt aktuell, habe ich eine bessere Kontrolle. Also wenn du dir vorstellst, dieser Bauer geht später einmal nach vorne, nach E5, dann kontrolliere ich hier die Zentrumsfelder und das ist nützlich, um mehr Raum für sich zu beanspruchen und dann haben die gegnerischen Figuren nicht so viel Platz. Er hat jetzt einmal geschlagen, das ist, denke ich, sinnvoll und spielt jetzt G4. Und dieser Zug gefällt mir überhaupt nicht. Warum? Weil er nichts erreicht für Weiß. Sonst ist die Idee von G4, dass man mit G5 den Springer vertreibt von F6. Aber der Springer steht dann nicht mehr auf F6. Und er lässt es jetzt zu, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe. Ich kann den Läufer tauschen auf E3, ich kann mir das Läuferpaar sichern. Ich könnte auch auf C3 schlagen. B4 ist ein weiterer Zug, Turm C8 ist ein Zug. Also ich habe hier viele Möglichkeiten. Intuitiv sage ich mal, das Schlagen auf E3 gefällt mir gut. Ich frage mich aber, ob ich nicht vielleicht seine Dame ein bisschen zu sehr aktiviere und dann hier so Opfergeschichten in der Stellung sind. Turm C8 oder B4 sind noch weitere Züge, die mir hier gut gefallen. Ich mache mal einen ganz normalen Zug. Turm C8, entwickle den Turm. Bring den Turm auf die halboffene C-Linie, denn mit seinem Zug G4 hat er nichts zu seiner Stellung beigetragen. Er hat nicht irgendwie die Entwicklung einer Figur vorbereitet, also der Läufer kann zwar nach G2, aber das steht ja auch nicht besonders gut. Und insofern denke ich, war das ein Zug, der ihn nicht weitergebracht hat und ich kann meine Stellung jetzt hier verstärken. Jetzt schlägt er auf D5, ich schlage mit dem Läufer zurück. Ich finde, der Läufer steht da auch gut. Er schaut schön in beide Richtungen des Brettes, zum Königsflügel und zum Damenflügel. Und jetzt Läufer E2. Das ist ein sinnvoller Zug, um diesen Läufer zu entwickeln. Das hätte er auch schon vorhin spielen können. Und für mich ist die Frage, wie kann ich hier irgendwie angreifen, vielleicht sogar. Ich würde gerne sowas wie B4 spielen, aber der Bauer wird noch geschlagen aktuell. Die Alternative wäre jetzt, meine Entwicklung fortzusetzen. Läufer C5, Läufer D6, Läufer E7. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den Läufer am besten hinziehe und ich muss auch ein bisschen auf diese Idee achten. Springer F5. Und dann ist der Läufer auf D5 ungedeckt. Von daher spiele ich mal einen weiteren, sage ich mal, nützlichen Zug. Die Dame in der Regel gehört nach C7 im Sizilianer. Und hier habe ich jetzt diese latente Idee auf C2. Das heißt, wenn er jetzt Springer F5 spielt und ich schlage und Weiß schlägt auf D5, dann könnte ich am Ende auf C2 matt setzen. Und er spielt hier auch einen sinnvollen Zug, den man häufig sieht im Sizilianer, nämlich er spielt seinen König zur Seite. Der König steht in der Regel besser auf B1 als auf C1, damit Weiß nicht in dieser Diagonale steht und auch nicht in dieser C-Linie. Und jetzt würde ich sagen, ist es an der Zeit, meinen Läufer zu entwickeln. Ich schaue nochmal, dass ich in keine Taktiken reinlaufe und entwickle meinen Läufer mal nach C5. Ja, das finde ich irgendwie relativ sinnvoll. Hier auch Ideen zu haben, eventuell mal auf D4 zu schlagen, eventuell E5 zu spielen. Aber ich hätte sicherlich meinen Läufer auch nach D6 oder nach E7 entwickeln können. Wobei ein Thema war hier auch wiederum dieser Zug Springer F5, dass ich darauf achte, auf diesen Zug. Und hier könnte ich jetzt den Springer schlagen und nach Dame schlägt D5 könnte ich auf E3 schlagen und dann hätte ich eine Figur gewonnen. Von daher Weiß ist hier wieder ein bisschen gefragt, wie setzt er fort? Denn es ist nicht offensichtlich, wie hier Weiß Druck macht. Natürlich könnte er seine Bauern nach vorne bringen, es braucht auch viel Zeit. Der Zug C3, das verstehe ich, Weiß stützt den Springer auf D4, hat aber auch Nachteile. Hier werden ein bisschen die weißen Felder geschwächt. Ich beende jetzt einmal meine Entwicklung und spiele Springer nach, pardon, ich spiele kurz Rochade. Und jetzt ist meine Entwicklung endlich abgeschlossen. Er spielt jetzt H4. Wie gesagt, das ist hier ein typischer Plan für Weiß. Er möchte gerne meinen König aufreißen und es ist ein bisschen ein Wettrennen. Wer kommt zuerst mit seinen Figuren? Okay, ich spiele den Turm nach D8. Auch das sieht mir sinnvoll aus, um mich hier der Dame gegenüberzustellen. Und solche Ideen wie E5 und dann ein potenzieller Abzug, das ist schon in der Luft. Und ich denke, das braucht nach wie vor relativ lange hier mit H5 und so weiter. Aber er versucht es. Und das verstehe ich auch, denn was sonst? Jetzt spiele ich Springer nach B6 und jetzt ist E5 eine akute Drohung. E5, der Springer zieht und dann kommt hier ein Abzugsschach, Läufer A2 Schach und die Dame wäre auf D2 verloren. Auf diese Drohung muss er jetzt definitiv reagieren. Warum Springer B6? Nun, ich drohe auch hier, mich dem weißen König zu nähern mit Springer C4 oder Springer A4.
und so ein paar Drohungen aufzustellen. Aber die konkrete Drohung ist hier auf jeden Fall der Zug E5, um den Springer zu vertreiben und dann, wenn der Springer gezogen hat, hier einen Abzug zu spielen, entweder nach A2 oder auch nach B3. Gut, Benedikt überlegt. Ist auch nicht so klar, vielleicht Dame C2, um mit der Dame aus der C-Linie herauszuziehen. Ich denke, das wäre relativ sinnvoll und nach E5 hat Weiß nach wie vor den Zug Springer F5, um den Läufer auf E3 zu decken. Er spielt H6. Wow, er möchte hier das Spiel verschärfen. Gut, E5 wäre jetzt ein Zug, den ich überlegen kann. G6 ist ein anderer Zug, das wäre so der normale Zug, sage ich mal, um hier die H-Linie geschlossen zu halten. Aber vielleicht gewinnt E5 bereits Material. Mir gefällt jedoch nicht, dass hier sich die H-Linie öffnet und angesichts auch meiner geringen Zeit, sage ich mal, wir spielen das solide hier und spielen einfach den Bauern vorbei. Der Bauer auf H6 ist ein bisschen lästig und er spielt jetzt Läufer G5, um direkt auf diese schwarzen Felder drauf zu gehen. Ich denke, das macht er sehr gut. Und ich ziehe den Läufer zurück nach E7, um das nicht zuzulassen, dass er hier eventuell den Läufer nach F6 stellt und meinem König näher kommt. Wobei, der Läufer ist nicht so schlimm. Wenn die Dame auf F6 auftauchen würde, dann ist das ein großes Problem. Der Bauer auf H6 kontrolliert hier das Feld G7 und wenn die Dame dann auf die schwarzen Felder hier kommt, dann könnte ich ein großes Problem haben. Auch mein König hat keine Möglichkeit, von der Grundreihe zu ziehen. Also, der Bauer auf H6 ist lästig und er spielt jetzt Dame F4, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Die richtige Idee, aber das läuft jetzt in diese Gabel mit E5. Er wollte die Dame näher zu meinem König bringen, aber jetzt ist er in diese Gabel reingelaufen. Und ich kann es ihm auch nicht verdenken, denn er ist gerade an der Westküste. Ah, Dame E3, das habe ich übersehen. Ich wollte jetzt schon anfangen mit, er ist an der Westküste und ist gerade mitten in der Nacht für ihn im Prinzip. Aber Dame E3 hält ihn im Spiel. Er fesselt nämlich diesen Bauern und dadurch kann ich jetzt nicht auf D4 schlagen. Das hatte ich nicht gesehen und wollte hier schon einen kleinen Siegestanz anbringen. Aber ich glaube trotzdem, das ist eine positive Veränderung für mich. Ich spiele jetzt die Dame nach F6 oder nach C5. Okay, ich muss mal irgendwas jetzt hier spielen. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Machen wir mal Dame F6. Zieht die Dame aus der Fesselung, deckt den Springer auf B6. Ah, und G5 kann ich auf D4 schlagen. Wir bekommen 5 Sekunden pro Zug obendrauf. Aber es ist jetzt auch nicht so ewig viel. Und ich denke, er sollte hier den Springer zurückziehen nach C2. Und was mache ich dann? Ich könnte Läufer B3 spielen. Ja, finde ich jetzt alles nicht so überzeugend. Ich mache mal Springer C4. Greife seine Dame an. Ich denke, diesen muss er schlagen. Das hat er getan. Ich habe Pre-Move gemacht. Das heißt, ich habe keine Zeit verloren. Und er tauscht jetzt einmal die Türme. Wobei ich mir nicht sicher bin. Er hat mir jetzt einfach die D-Linie überlassen. Das ist die einzige offene Linie in dieser Stellung. Jetzt G5. Okay, auch das sinnvoll, um hier die Bauern festzumachen. Auf der anderen Seite bekomme ich hier Spiel auf dieser Diagonale, was auch nicht schlecht ist. Und diese Bauern sind auch ein bisschen schwach. Er klebt jetzt mit seiner Dame auch an der Verteidigung des Bauern. Jetzt drohe ich solche Geschichten wie Läufer B3 oder Läufer D3, was hier ein bisschen unangenehm ist. Und der Springer, der ist gefesselt und ist ja unter Druck, würde ich sagen. Also Läufer B3 ist eine konkrete Drohung, auf die er reagieren muss. Er spielt deshalb König C1. Das ist verständlich. Und jetzt könnte ich Läufer B3 spielen. Ja, spielen wir mal Läufer B3, oder? Das sieht doch ganz vernünftig aus. Greift den Springer an. Der Springer hat auch nicht viele Felder. Er könnte auch B4, er könnte auch nach A1 ziehen. Er zieht nach B4. Aber jetzt kann ich A5 spielen. Und die Idee ist es, wenn der Springer hier zieht, dann könnte ich auf C2 matt setzen. Und so kommt es jetzt auch. Springer C6 erlaubt es jetzt, dass dieses Feld ungedeckt ist und ich kann jetzt hier matt setzen. Ja, vielen Dank an Benedikt für die Partie, war umkämpft,
Aber am Ende hier dieser Fehler hat es entschieden. Wir gehen einfach mal die ganze Partie durch und ich sage ein paar Worte dazu. Also die Eröffnungsphase war absolut normal. Wie gesagt, hier Dame D2 hatte mich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, es ist nicht weiter schlimm. F3 ist typisch stattdessen. Oder auch Läufer E2 ist möglich. So, A3, Läufer B7, F3, Springer BD7. Ich denke, hier wäre es sinnvoll, erst einmal G4 zu spielen, bevor man lange auch Rade spielt, damit ich immer mit diesem Zug G5 rechnen muss. Denn so wie es kam, konnte ich direkt im Zentrum dagegen stoßen. Und wir können ja auch mal die Analyse, wir können ja auch mal das Analysebrett dazu holen. Was sagt der Computer? Der ist kein großer Fan hier von D5. Ja, geht so. Turm C8 meint er stattdessen. Mir hat D5 ganz gut gefallen. So, jetzt G4, da war ich auch kein großer Fan von, der Computer ebenso nicht. Er meint direkt auf C3 schlagen und dann Turm C8 spielen und den Läufer entwickeln. Und das ist bereits klar besser für Schwarz. Ja, G4 hilft Weiß nicht. Das schwächt eher die Stellung. Also klar, für die Zukunft irgendwie mal die Bauern nach vorne bringen, aber das braucht wirklich sehr viel Zeit. Das ist das Problem. Turm C8, Springer schlägt D5, Läufer schlägt D5, Läufer E2. Gut. H5, den Zug hatte ich echt gar nicht auf der Rechnung. Finde ich auch ein bisschen seltsam. Läufer C5, Läufer D6. Ja, aber ich denke auch Dame C7. Gut, Dame C7 gefällt dem Computer nicht so, weil es in Läufer F4 reinläuft. Ja, da müsste ich die Dame wieder ziehen. Also das war hier nicht so akkurat. Vielleicht eher Läufer C5 oder sowas in der Art. Okay, Dame C7, König B1, jetzt Läufer C5. C3 hat dem Computer nicht besonders gut gefallen, schwächt vermutlich unnötigerweise die weiße Stellung. Also Weiß braucht diesen Zug hier nicht unbedingt. Stattdessen wieder sowas wie Läufer F4 oder H4 und so weiter. C3, kurz Rochade, H4, Turm FD8, H5. So, jetzt habe ich Springer B6 gespielt. Ich denke auch das ist okay. H6, G6, soweit so gut. Läufer G5. Ja, Computer meint einfach mit dem Turm nach D7 ziehen. Vielleicht. Ja, vielleicht war Läufer E7 hier nicht nötig. Okay. Läufer E7. Dem Computer gefällt dieser Zug auf jeden Fall nicht. Direkt meinen ganzen Vorteil wieder vergeben in einem Zug. Okay, Läufer schlägt. Dame F4. Ja, vielleicht direkt die Dame nach E3 ziehen. Und auch mit der Idee Dame E5. Das wäre hier besser gewesen. Und hier war ich schon am Frohlocken, dass ich eine Figur gewinne. Aber dem war nicht so, weil die Dame nach E3 zieht. Jetzt Dame F6, Springer C2, ja, Springer C4 habe ich gespielt, Springer C4, jetzt steht Benedikt sogar besser. Ich hatte auch Läufer B3 überlegt, aber es hatte mich nicht besonders überzeugt. Springer C4 schlägt, schlägt. Und hier denke ich, gibt es keine Notwendigkeit, einfach die D-Linie mir zu überlassen. Dieser Zug gefällt auch der Engine nicht. Warum Turm schlägt D8? Kein Grund. Das ist die einzige offene Linie. Türme gehören auf die offene Linie. Von daher einfach die Spannung hier halten, König C1. Ich wäre trotzdem lieber schwarz, weil ich das Gefühl habe, der Springer, der kommt nicht so richtig ins Spiel. A5, aber es ist recht nah am Ausgleich oder es ist ausgeglichen, sagt auch der Computer. Ach, ihr seht ja die Computerbewertung. Ah, ihr seht hier die Engine-Leiste ein bisschen, ne? Hier. Genau. Ist komplett ausgeglichen, sagt der Computer hier. Okay, Turm schlägt D8, Turm schlägt D8. G5, ja, G5 sieht sinnvoll aus, aber gibt mir auch dieses Feld. Also ich glaube, G5. Nicht so gut, Turm E1, meint der Computer stattdessen. Okay. G5, Dame F5, jetzt wird es schon kritischer. König C1, bester Zug, Läufer B3. Und jetzt Springer B4 ist ein großer Fehler. Aber Weiß ist unter Druck, keine Frage. Turm H2. Ich hatte auch Springer A1 gedacht, weil dann der Läufer angegriffen wird. Aber auch das ist scheinbar schwierig. Turm D3. Wobei bei Turm D3, ach so, okay, Moment, ich dachte, hier kommen immer solche Geschichten, aber das ist. Wahrscheinlich, aha, wenn die Dame hierhin zieht, irgendwie mit Mattideen, dann kann ich auf G5 mit Schach schlagen und anschließend habe ich auch die Verteidigung Turm D8 wieder. Okay, also das ist alles gut für mich. Von daher, um in der Partie zu bleiben, muss hier Weiß wohl Turm H2 spielen. Und jetzt ein Zug wie F6, das hatte ich auch überlegt, um meinem König ein bisschen Luft zu geben. G schlägt F6, aha, jetzt kann wiederum der Turm sehr stark eindringen auf die dritte Reihe. Okay, das gewinnt für Schwarz, weil wenn die Dame zieht, dann folgt Dame F4. Ja, ist sehr taktisch hier. Also Weiß muss sich schon strecken, um in der Partie zu bleiben. Und selbst bei perfektem Spiel
stehe ich hier ein wenig besser. Okay, spannende Night-of-Partie. Vielen Dank an Benedikt, dass er mitgemacht hat. War mir eine Freude. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet aus dieser Partie, aus diesem Video. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch da lassen und den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer up to date und werdet benachrichtigt, wenn hier neue Videos erscheinen. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.